Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Jean-Jacques Rousseau. Und um genau das geht es in der nächsten Rede vom Robert mit dem Titel Freiheit und persönliche Grenzen. Hallo, kannst du mich gut hören? Nein. Soll ich lauter reden? Okay. Okay. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Also es geht grundsätzlich bei mir jetzt um Freiheit und persönliche Grenzen. Wir haben alle verschiedene grundsätzliche Bedeutungen von Freiheit oder Definitionen. Grundsätzlich frei zu sein, also frei von Zwängen, von Pflichten, ungebunden zu sein, sich frei bewegen zu können, einfach nicht eingesperrt zu sein. Grundsätzlich natürlich auch in unserer politischen Rechtsform, wie auch immer, ein gewisses Recht zu haben, ein Recht, das jemandem zusteht. Ja? Einerseits durch die Gesellschaft beschlossen, wie es in unserem demokratischen Prozess, wie auch immer passiert oder nicht, wir müssen uns dem unterwerfen. Im Gegensatz dazu stehen natürlich Abhängigkeiten, Fremdbestimmungen, Gebundenheit und Gefangenschaft. Wir können das Ganze auf grundsätzliche zwei Ebenen reduzieren, und zwar einerseits auf die Willensebene, also die Willensfreiheit, und dann noch die Handlungsfreiheit, also dass ich frei handeln und tun kann, eben ohne äußerliche Zwänge. Ohne diese äußerlichen Zwänge hat man halt einen freien Willen. Dieser freie Wille ist aber auch nicht ganz so frei. Es gibt so ein altes chinesisches Sprichwort, das sagt: Pass auf deine Gedanken werden zu Worte, deine Worte werden zu Taten, deine Taten werden zu Gewohnheiten, deine Gewohnheiten bestimmen deinen Charakter und dein Charakter ist dein Schicksal. Also müssen wir immer gut aufpassen, was wir denken. Das haben wir auch in diesen ganzen Diskussionen da rundherum und mit den Leuten, was ich so mittlerweile gehabt habe, oft miterlebt. Wir müssen mehr positiv denken und positive Dinge pushen, weil wir wollen Frieden und wir wollen nicht immer nur die Toten sehen und wie alles scheiße ist. Das wissen wir eh alle. Ich glaube, die meisten sind hier ganz gut informiert, aber so was Positives ein bisschen mehr zu pushen, also das auch fürs Weitere, aber das komme ich noch später darauf zu sprechen. Also, halten wir mal fest, grundsätzlich, die Freiheit ist nicht nur von außen, als auch von innen bestimmt. Ja? Dazu ein kleines Sprichwort von der Marie von Eber-Eschenbach. Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt, hat niemals geliebt und niemals gehasst. Das ist ganz wichtig, weil es einfach dieser Chaosfaktor, wir sind alle Menschen, keiner ist perfekt, irgendwo hat jemand Fehler oder irgendwelche Neigungen oder was auch immer, die er gerne auslebt, egal was es ist, soll jeder tun, und da kommen wir dann wieder der Übergang zu den persönlichen Grenzen. Jeder muss natürlich darauf schauen, wo liegen meine persönlichen Grenzen, und wenn ich irgendetwas tue, beschädige oder verletze ich vielleicht die Grenze eines Nächsten. Hoppala. Hier hat die Rena ganz schön einleitend auch dieses Sprichwort vom Rousseau gesagt, eben die Freiheit liegt nicht daran zu tun und zu lassen, was man will, sondern nicht das tun zu müssen, was ein anderer will, dass du tust. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, über den man sich auch Gedanken machen sollte und den wir allgemein im täglichen Leben reflektieren sollten. Tun wir was mit einer Handlung, vielleicht unbewusst jemand was an? Also als blödes Beispiel. Am Anfang, wenn man in einer Firma anfängt, strengt man sich irrsinnig an, macht vielleicht Überstunden in der Freizeit und was auch immer, um halt dem Chef zu zeigen, man ist ein guter Mitarbeiter, man ist es in Zukunft wert, von ihm weiter beschäftigt zu werden. Der Chef gewöhnt sich daran, irgendwann will der Mitarbeiter vielleicht auch wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, was auch immer, weil er ja schon seine Vorleistungen gebracht hat, und dann in der Freizeit gibt er nicht mehr so viel her. Jetzt ist der Chef vielleicht beleidigt, weil sich denkt, warum will er nicht mehr arbeiten und was auch immer, aber dem wollten wir eigentlich gar nichts was Böses tun, der hat nur im Vorhinein schon aufgrund seiner persönlichen Grenze angenommen, das ist ganz immer so und das ist immer normal, und die wurde dann in dem Fall verletzt. Ein anderes Beispiel, dein Schwager will jetzt irgendwo ein Auto kaufen oder ein Haus, es geht sich steuerlich nicht ganz gut aus und fragt dich um einen Gefallen, ob man so ein bisschen was trickseln könnte, was nicht ganz so legal ist, und dann sagt man nein. Und dann sagt er, was ist das für ein Schwager, der macht nicht bei dem mit und so. Aber das ist auch eine persönliche Grenze, die man sich gesetzt hat, wo man sagt, nein, ich möchte halt nichts Illegales tun oder was auch immer, was nicht persönlich gegen die Person geht, aber in beiden Fällen war es die persönliche Grenze, die quasi den Anstoß für die Anspannung, die Angst, die Blockade, die Aggression und in weiterer Folge auch wirklich den Kampf auslösen kann, was wir in vielen Ebenen leider Gottes sehen. Diese Grenzen können eben vielfältig ausgelegt sein, bei manchen sind sie halt enger, bei manchen sind sie halt viel weiter ausgelegt, bei manchen reicht es einfach, wenn man sie nur duzt, bei anderen ist es einfach eine Berührung, was einfach vom Kulturellen her oder was auch immer, man muss das halt immer versuchen zu respektieren, nachvollziehen zu können und nicht aufgrund dessen zu sagen, Alter, das ist aber Arschloch, warum, ich wollte ihm doch nur die Hand geben. Ja, vielleicht ist das bei dem nicht so, und da muss man einfach versuchen, sich allgemein in die anderen Menschen reinzusetzen, sich
versuchen nachzuvollziehen. Für viele persönliche Grenzen sind nicht mal ansatzweise nachvollziehbar, sind einfach Gelüste oder was auch immer, aber das ist denen seine Sache. Und solange der mir meine Freiheit nicht beraubt damit, dann soll er das doch tun. Und was wollte ich noch sagen? Ich bin jetzt ein bisschen quer drüber geflogen, weil ich es eh halbwegs im Kopf hatte. Ja, ganz wichtig, das ist so der zweite Part. Was die Problematik ist bei persönlichen Grenzen, was ich vorher schon angesprochen habe, ist Konflikte, die ausgelöst werden können. Konflikte, die erst dran zum Tragen kommen, wenn es wirklich unbequem wird für die Leute und dann kommt eben eine Reaktion, ein Widerstand oder was auch immer. Ja? Wichtig dabei ist, wenn man ein Nein sagt oder wenn man jemandem sagt, hey bitte, du übertrittst jetzt meine Grenze, weil oft stößt man halt den Leuten wirklich vor den Kopf, dass man das in erster Linie natürlich versucht, sanft oder nett zu machen, aber wenn es wirklich auf eine existenzielle Grundlage geht, dass man das auch wirklich konsequent sagt und einfach sagt Nein und zu diesem Nein auch steht, dass man dem anderen das wirklich ganz wohl erklären kann und wenn man da ruhig dabei ist, also ich habe das in vielen Streitereien und allem möglichen erlebt, wo die Leute wirklich mir auf die Goschen hauen wollten, was auch immer, ich habe gesagt, da und da gerne und dann reden wir halt nochmal drüber, ja, und ich sag's euch, kein einziger hat mich kaut. Ich habe mit jedem geredet und am Ende waren sie alle meine Freunde. Alle. Also die habe ich alle auf ein Bier noch eingeladen. Das war wurscht. Ja. Also für euch so als dieses Gegenwind-Ding. Es gibt halt viele Sachen, die den Leuten halt dann eingeredet werden. Es sind Schuldgefühle. Bitte dieses, tu mir das bitte nicht an. Wenn du eine gute Mutter wärst, dann würdest du sowas nicht tun. Ja. Oder eben so Schmeicheleien. Ja, du kannst es ja viel besser als ich. Oder du bist ja der Einzige, der das kann. Oder vielleicht auch Behauptungen so wie, naja, alle machen das so. Oder... sei nicht so zimperlich, oder? Na komm, du bist schon ein guter Freund, du kannst mir das schon machen. Oder wir sind vom gleichen Schlag, machen wir das. Was auch immer. Also es sind so Sachen, die halt dann auch unterbewusst kommen, die Leute in so Zwangsgefühle bringen. Ich muss das jetzt tun, weil das ist ja so ein guter, der hat mich drum aber dabei ist es aber von einer anderen Person vielleicht auch ein unterbewusstes Drängen gewesen und ein Zwang auferlegt gewesen, nur um sich selbst was zu ersparen aufgrund von eigener Faulheit, was auch immer. Ich kenne das von mir selber auch, also das ist dieses Müll runterbringen oder so, also wenn ein Freund zu Gast ist, hey, willst du nicht noch beim Runtergehen, ich gebe das Sackerl mit, ja. Also, aber es soll nicht unbedingt etwas Anstrengendes sein, ja. Also man kann das Ganze auch nett behandeln und für sich selber einfach nur in sich gehen, reflektieren, vor allem wenn wirklich kritische Situationen sind, vielleicht zweimal drüber nachdenken und dann erst sprechen. Danke euch. Danke Robert für deine Einblicke.